Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight, Folge Nummer 14. Immer noch ein Tag nach Release des Spiels. Ich kann nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Ist aber auch ein geiles Spiel. Alfred, ich bin an der Brücke. Einen Moment, Sir. Ich sollte Sie wohl warnen, es erwartet Sie erhebliche Milizpräsenz. Ist notiert. Ich habe Zugriff auf die Dateien, an denen Miss Gordon vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direkter Treffer mit der Wolkenkanone auf die Sensoren sollte sie mit einem Schuss zerstören. Oh. Sergeant, Sie müssen Ihre Drohne unterlassen. Er kommt. Mamba Gordon aktiv und gefechtsbereit. Rattler getroffen. Der macht es nicht mehr lange. Feind flankiert. Das sind sogar keine Sensoren, oder? Nee, keine Sensoren zu sehen. Bitte kommen. Verteidigung durchbrochen. Er bewegt sich nach Myagani Island. Jetzt nicht, Sergeant. Stell Straßensperren auf. Regelt die Insel ab. Angst? Oder sind wir ihm zu schnell? Ich hab ihn. Er ist auf der Mercy Bridge. Na, irgendwie treffe ich ihn nicht. Oder also. Doch. Kommen wir noch mehr. Einheit in Kingston offline. Du bist ein Engelchen. Hier nicht. Da lang. Diese Gegend gehört nicht dir, Batman. Sie ist mein und meine Herrschaft spürst du gleich. Ah ja, ist klar. The Bug Bookworm. Gotham Coffee. Fancy Belly. Müssen wir gucken, ob ich irgendwo mal ein Fahrzeug sehe, dass ich ein Gebäude sehe, das sich wiederholt. Bisher habe ich davon nämlich noch nichts gesehen. Primärziel gesichtet. Nördlicher Sektor von Myagani Island. Drohne bezieht Position an der Flanke. Man kann da ja mal treffen. Das ist die nicht genau. Die Rattler wurde getroffen. Wie viele kommen denn da noch? Rattler zerstört. Rattler getroffen, aber funktionsfähig. Primärziel hat eine Drohne erwischt. Wo denn noch? Da noch. Da noch. Was ist jetzt? Darf ich jetzt endlich den Spuren folgen? Dankeschön. Ist ja unglaublich. Hey, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Und wir haben 4 Punkte. Wo packe ich das denn rein? Was haben wir hier? Super Schleudersitz. Dank einer verbesserten Aufsaugsystem wird die Reichweite des Schleudersitzes erhöht. Halt die Taste für den Schleudersitz gedrückt, um aufzuladen. Lass ihn dann los, um. Okay.
Verstärkten Überbringung im Verfolgungsmodus das Zerstören einzelner Drohnen zu ermöglichen, wenn sie mit ausreichendem Tempo gerammt werden. Panzerung verstärken brauchen wir nicht. Nachbrenneraufladung. Nö. Batmobilwaffen vielleicht, hier irgendwas. Fällt die Panzerungsstufe des Batmobils in den kritischen Bereich ab, werden alle Reserven in die Waffensysteme umgeleitet. Halt für jeden vernichtenden Gegner mehr Sekundärbewaffnungsenergie. Hol ich mal das hier. Habe gleich eine Verbindung, Sir. Erwarten Sie geringen Widerstand, Sir. Natürlich. Ah, toll. Raketenaufschlag schon wieder? Gar nicht. Oh, wie viele kommen denn noch? Mamba-Drohne hat Schaden erlitten. Mamba-Drohne. Das ist Mamba mit mir. Oh, ernsthaft? Premierziel getroffen. Jetzt erledigt. Man hat eine Drohne zerstört. So viel zu. Wir brauchen keine Panzerung, ne? Direkter Treffer. Fuck! Ich geh da mal. Feind am Boden! Ich konnte nicht. Was war das denn? Du bist erledigt. Und Gotham ist es auch. Bist du ein Roboter? Würde Sinn ergeben, oder? Du hast mich gedemütigt. Ja, gedemütigt haben wir ihn tatsächlich. Er ist aber schön im Kreis gelaufen. Ach, probieren wir es einfach nochmal. Habe gleich eine Verbindung, Sir. Erwarten Sie geringen Widerstand, Sir. Die Drohne getroffen. Direkter Treffer bei einer Rattler. Zerstört. Das klingt. Bestätigt, endliche Treffer, komm! Wer nennt denn seine Drohnen Mamba? Ganz ehrlich. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt er. Die sind nicht besonders gut gepanzert. Weil seine Leute Trottel sind. Aber die wurden auch von dir ausgebildet. Treffer! Ich hab ihn!
Und das ist der letzte, oder? Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Sehr schön, machen wir auch gleich mal. Ach komm. Hochtreiben. Und bye bye. Gratulation, Sir. Bombe zerstört. Super. Ich werde meine Freude daran haben, dein Auto zu überholen, Batman. Und zwar mit dir drin. Wenn du das meinst. Rattler offline. Es ist Batman. Er hat eine Drohne erwischt. Nein. Tja, wie schön, dass sich immer aufricht. Was ist denn los mit dem? Wieso fährt der denn so komisch? Das Auto des Arkham Knight ist ausgewichen und da reingekracht. Warum? Hat Oracle sich gewehrt oder? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Wieso kann der nicht richtig Auto fahren? Bestimmt gleich raus. Das Auto ist leer. Der Arkham Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Vielleicht finden wir Fingerabdrücke oder so ein Quatsch. Auch nicht der Quatsch. Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Warum? Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Ich sollte die Leiche suchen. Wo ist er denn hingeflogen? Ich fand das ja in Arkham Origins schon blöd. Ich hätte nicht gedacht, dass er das wiederbringt. Also. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf dem Beifahrersitz und führte den Unfall bewusst herbei. Clever. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung, wie das helfen soll, aber okay. Sauber vom Wagen gerissen. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden sein. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. Das haben wir doch schon gesehen. Da liegt sie. Oder hat sie gelegen, aber ich glaube nicht, dass sie entkommen ist. Oracle ist also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Jemand wollte sich einfach nur aufhalten. Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn- und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Dachte ich mir. Er will sie nicht tot sehen. Braucht sie wohl für irgendwas? Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben. Ja, irgendwo muss sie was hinterlassen haben.
Hä? Hat sie gerade was geworfen? Schlaues Mädchen. Streichhölzer. Nee, eine SD-Karte. Mr. Wayne. Lucius, Oracle hat ein Störgerät am Unfallort hinterlassen. Entschlüsseln Sie die Daten, um den Standort des Arkham Knight zu bestimmen. So etwas war eher Miss Gordons Spezialität. Ich sehe, was ich tun kann, aber das wird etwas dauern. Ich treffe Sie im Wayne Tower, wenn Sie soweit sind. Alfred, ich brauche ein Update zu Gothams Fahndungsliste. Einen Moment, Sir. Gut, diese beiden hier sind neu. Ein Vermummter wurde auf einem Dach in der Grand Avenue gesichtet. Er steht neben einem brennenden Bat-Symbol. Es wäre gut zu wissen, was dieser Eindringling ist. Freund oder Feind? Es gibt auch Berichte über einen Brand in der Feuerwache von Bristol. War wohl Brandstiftung, Sir. Der Strom wurde nämlich gekappt, sodass die Sprinkleranlage ausfiel. Sie sollten das überprüfen. Erbe der Maske. So, so. Jemand neben einem brennenden Bat-Symbol. Ein maskierter Rächer in Gotham. Und das sind nicht wir? Das ist ja unmöglich. Das kann ja nicht sein. Was ist denn das? Jetzt können wir uns ja auch wieder den Riddler annehmen, ne? Machen wir auch gleich mal das ja am nächsten. Riddlers nächste Prüfung ist in Bristol. Er verliert Alfred. Das macht ihn gefährlich. Ach, ich mag das Batmobil, auch wenn es alles geputzt ist. Das muss der Eingang sein. Aber zuerst muss ich das Gebiet sichern. Drohne getroffen! Sie ist noch aktiv! Riddler zerstört! Und das war der letzte. Alle Drohnen offline! Da kommt er gleich wieder. Die ist vorbei, dunkler Ritter. Ich hoffe, du verstehst das. Nein. Hätte ich es gewollt, wärst du schon gescheitert, bevor du die allererste Hürde überhaupt verstanden hättest. Aber nein, nein, nein. Ich wollte, dass dir das volle Ausmaß meiner Brillanz klar wird. Verstehst du? Um meine Überlegenheit zu würdigen. Aber nun, tja, ich werde es dir nicht mehr so leicht machen. Ja, okay. Natürlich. Das ist mit Absicht immer leicht gemacht. Hier gibt's Sinn. Die nächste Rennstrecke, Detektiv. Aber bitte, lass dein Geist bloß nicht von ihren Eigenheiten brechen. No, 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 no. Wollen wir anfangen? Nein, dunkler Ritter, du verlierst keine Zeit. Bezug zur Wirklichkeit. Ups. Du betrachtest lediglich eine von mir geschaffene, schöne neue Welt. Aha. Ich behalte sie. Ja, verdammt. Decke übt einen Druck von 300 Fledertonnen aus, Detektiv. Ich habe diese Maßeinheit selbst erfunden. Also gerade... Hat er gerade Fledertonnen gesagt? Ist das ein Vogel? Der Kurs liegt in der Kanalisation, Detektiv. Du brauchst vielleicht den Heimvorteil... Oh. Gott, wie ich sowas hasse. Vorwärts, Batman! Oder braucht der dunkle Ritter? Nochmal?
Ein Boxenstopp wäre nicht schlecht, ja. Vorsichtig, Batman! Du hast dir bestimmt nicht die Mühe gemacht, das Ding im richtigen Farbton zu lackieren. Kraft da reinzumachen. Oh, nee, ey. Bei deiner Mama. Tut mir leid, aber ich hasse es. Was sind denn Fliederturm? Was? Das ist echt kacke hier. Oh nee! Es gibt hier keine Ideallinie. Ist das nervig. Gib mir den Drecksschlüssel. Okay. Oh, fein. Der spaßige Teil. Oh, das ist fast schon zu spannend. Zum Glück. Und los geht's. Das ist ja einfach. Glückwunsch, Catwoman. Du kannst also wirklich einfache Anweisungen befolgen. Juhu. Ist das nervig. So, auf zum Aufzug. Um uns wieder sein selbstgefälliges Geschwafel anhören zu können. Ich muss schon sagen, dunkler Ritter, deine Mühsalen übertreffen meine zugegebenermaßen niedrigen Erwartungen. Ich bin Alter, das ist die Klappe, Junge. Ich wohl Naturforscher, als ich Schimpansen zum ersten Mal haben Werkzeug verwenden sehen. Wusstest du, Detektiv, dass die schlauesten Affen einfachen Anweisungen folgen können? Es ist wahr. Versuchen wir es mal, ja? Gehe zum Gotham Casino für deinen nächsten Test und es gibt eine Banane. Wenn da keine Banane liegt, dann werde ich sehr, sehr enttäuscht sein.